This is interesting. I've never introduced an ex-wife before. Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt noch nie eine Ex-Frau von mir mal vorgestellt, also auf einmal. But Alexandra and I met quite a few years ago, back in 2005. Alexandra und ich sind uns im 2005 begegnet, das ist vor einer Weile. And within a year we were dating, and then we got married, then divorced. But truly, Alexandra has a really strong knowledge of this subject. Und jetzt mal abgesehen von unserem persönlichen Werdegang kann ich sagen, dass Alexandra wirklich also sehr, sehr viel Wissen über dieses Thema hat. She's got a master's in psychology from the University of Salzburg. Sie hat einen Magister in Psychologie von der Universität Salzburg. She's done many trainings in LEAP and MK. Sie hat ganz viele Trainings in LEAP und MK gemacht. And also now she's a psychotherapist for the systemic family therapy. Und ist jetzt eben auch Psychotherapeutin, systemische Familientherapeutin. And she's also done a lot of extra trainings in trauma with EMDR and all this kind of thing. Und hat auch noch sehr viel Zusatzausbildungen gemacht, was Trauma betrifft, also EMDR zum Beispiel. In Salzburg they know as the practitioner that's done all the trainings, you know. In Salzburg ist sie bekannt als die Praktizierende, als die Therapeutin, die all die Trainings gemacht hat. So, anyway, welcome Alexandra. Also herzlich willkommen, Alexandra. Ja, hallo. Freue mich, dass Sie alle zu meinem Vortrag Trauma und Möglichkeiten der Stabilisierung gekommen sind. Hi, I'm very happy to see you all here for my presentation of trauma and possibilities of stabilizing it. Die Idee ist entstanden bei meinem letzten Kurs, den ich hier unterrichtet hatte, im NEPS 4 Kurs. The idea came up with the last course or seminar that I was teaching here, the NEPS 4 course. Und ich habe damals viel mit Blandine gesprochen. And at that time I was talking to Blandine a lot. Und sie sagt, es wäre doch eigentlich klasse, wenn du einen Vortrag halten könntest, um diese Schnittstellen vielleicht noch besser herauszuarbeiten zwischen Traumawissen in der Psychologie und Kinesiologie. And then she said it would be great if you could maybe draw up a presentation in order to highlight and give more details about these interfaces between what we know about trauma in psychology and kinesiology. Und das versuche ich heute zu tun. Das war eine große Herausforderung. This was a major challenge actually, but I'll be trying to do so today. Ich habe sehr, sehr viele Themen versucht, hier in diesen Vortrag reinzupacken. I tried to put lots of topics into this presentation today. Wir werden natürlich nicht alle in der Art vertiefen können, wie das vielleicht möglich ist, wenn wir Zeit haben. Of course we won't be going into that much detail. We don't have that much time really. Aber ihr solltet jetzt auch heute keine Trauma-Experten werden. But I don't expect you to become trauma experts today, actually. Aber ich würde mich freuen, wenn es mir gelingen könnte, dass so etwas wie eine eigene Traumabrille entstehen könnte innerhalb dieses Vortrags. But I would be very happy if what would be made possible within this presentation would be for you to create your own trauma glasses or framework that you'll have to look through. Ursprünglich, wie ich zu diesem Thema kam, war eigentlich meine erste Anstellung an der Reha-Klinik. So my first job really after university was at a rehab hospital or rehab institution. Und in meiner Stellenbeschreibung stand nichts von wegen Wissen über Trauma oder Traumaerfahrungen. And my job description didn't say anything about knowledge and trauma or trauma experience, anything like that. Es war mehr die Arbeit mit Jugendlichen und Adipositas das Thema. It was about working with adolescents and about obesity. Und ich kam schnell zu der Idee, dass es nicht ausreichend ist, nur über Gewicht und Ernährung und Sport zu sprechen. And very quickly I realized that it was simply not enough to only talk about weight and diet and exercise. Und so hatte ich meine erste Klientin. And so my first client then came. Wo all diese Möglichkeiten, Adipositas zu therapieren, nicht wirklich griffen. Where any of the possibilities that we had to do therapy for people who were obese. Und stellte sich heraus, aber erst gegen Ende der Therapie, dass
schwer traumatisiert war. So they, all these possibilities didn't work, and then towards the end of the therapy, actually, we found out that she had had a severe trauma, suffered a severe trauma. Okay, so what to do? Also, was soll ich dann machen, denn? I mean, I finished my degree in psychology then, and I felt sort of, okay, I'm a psychologist, and I can do something. Also, was machen, ne? Jetzt bin ich doch Psychologin, ausgebildete Psychologin, und dann bin ich, ja, also was jetzt, wo weiter? I was really overwhelmed, so I wanted to give that client to my supervisor. Oder war ich echt total überfordert, ja? Wollte diese Klientin dann eigentlich lieber an meinen Vorgesetzten weiterleiten. But she already figured that that was hard work. Sorry. Aber die, yeah. Aber die dachte dann schon, das ist aber ziemlich harter Knochenjob, ja? Yeah. Und so bin ich dazu übergegangen, dass ich mir selbst dann sozusagen Seminare aussuchte. And so then I picked seminars for myself, for my further learning. Wo ich einfach mehr Wissen darüber bekam, was mit dieser Person eigentlich los war. Where I then got more knowledge about what was going on in these people. Und ich wusste jetzt hier, dass ich Englisch und Deutsch vermischen würde. And I knew that I would be mixing English and German. Weil ich nicht mehr so sehr im Training bin. Because I'm really not into it anymore that much, and I'm changing from what I do. Aber ich natürlich immer noch sehr affin die englische Sprache benutze. But of course, I still use the English language a lot. Aber wir sind sehr flexibel. But we are very flexible. Und werden das Problem sicher lösen. And I'm sure we will tackle this problem. Gut. Zum Inhalt dieses Vortrags. About the content of this presentation. Ich würde gerne einfach einen Überblick geben, was Trauma überhaupt ist. So I would like to give an overview over what trauma is. Wobei ich das auch vielleicht etwas kürzer gestalten möchte, da sehr viel Information davon auch in dem Skriptum enthalten ist. There is also a lot of information about it in your manual, so I might not be going into detail here now. Die Gehirnreizweiterverarbeitung. And then how stimulus is processed in the brain. Ich habe es mir jetzt nicht nehmen lassen, auch etwas über Ego States hier einzufügen. I would also like to mention Ego States a little bit here. Weil ich gerade aktuell sehr viel damit konfrontiert bin. Because currently I'm actually confronted with this topic a lot. Und das ist nun mehr in der Arbeit in der Psychiatrie, in der ich jetzt aktuell auch als Psychologin angestellt bin. And so I am working as a psychologist at a psychiatric institution right now. I'm employed there. Und auch hier ist einfach wieder aufgefallen, dass gerade dieses Traumathema kein großes Thema ist. And there again, I noticed that this issue of traumas is not a major issue or topic there, really. Also gerade auch Ärzte scheinen sehr wenig die Traumabrille zu benutzen. And it's especially doctors who seem to be using their trauma glasses or framework very little. Was sie oft sehen, sind Komorbiditäten. What you see a lot are comorbidities. Manchmal traumatische Störungen. And sometimes you have post-traumatic stress disorders. Aber im Vergleich zu denen, wie häufig diese auftreten, haben wir hier wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon zu sehen in der Psychiatrie. But compared to how frequent they are, really, we only see a very small percentage of them in our psychiatric institution. Und dann möchte ich noch einfach effektive Entstressungsmöglichkeiten vorstellen, die Sie dann auch einsetzen können. I would like to present a few very efficient possibilities to de-stressing people, die sowohl in der kinesiologischen Praxis gut einsetzbar sind, that you can also use in your kinesiological practice very well, aber sowohl als auch natürlich in Beratungskontexten oder therapeutischen Kontexten einsetzbar sind. But of course also as therapists or when you do counseling. Gut, möchtest du mit diesen Worten von Bion starten? Ich kann nicht vergessen, was ich nicht erinnern kann. I cannot, the quote here is, I cannot forget what I cannot remember or recall. Und das gibt schon, glaube ich, einen sehr guten Eindruck, wie wir Trauma vielleicht für uns internalisieren. And this gives you maybe a bit of an impression of how we internalize trauma. Ich kann nicht vergessen, was ich nicht erinnern kann. I cannot forget what I cannot remember. Und ich werde jetzt so ein bisschen Theorie auch dazu erklären. Das kann man sozusagen auch durch diesen Konflikt Amygdala Hippocampus erklären. Ja. Also give you a bit of a theoretical background about it. It can also be explained in terms of the conflict between amygdala and hippocampus a little.
Was ist ein Trauma? Nur einfach mal so einen kurzen Überblick zu geben. So what is a trauma? Just a brief overview. Es ist überwältigend. It's overwhelming. Lebensgefährlich. Life-threatening. Über alle Maßen erschreckend. It's extremely horrifying. Etwas, was man eigentlich nicht verkraften kann. Something that you can really not cope with. Ein Ereignis außerhalb dessen, was der Mensch sonst kennt. An event outside of the usual scope or the familiar scope of experiences of this person. Es ist so schlimm, dass man nachher denkt, es könnte nicht passiert sein. It's so bad that afterwards you think, wow, this cannot have happened. Es ist mit einem enormen körperlichen, aber auch emotionalen Schmerzen verbunden. It's connected with enormous physical and or emotional pain. Und das von unserem Gehirn aufgesplittet wird, wird teils ganz verdrängt. And what our brain has split up or fragmented is partly repressed completely. Michaela Huber beschreibt es folgendermaßen, oder sie nutzt auch den Terminus der Traumazange. Michaela Huber uses this term of the so-called, maybe we could call them trauma tongs or trauma pliers. Das Informationsverarbeitungssystem wird so überflutet, dass die Person den Eindruck bekommt, es ist alles aus. So the information processing system is flooded in such a way, overwhelmed in such a way that the person gets the impression that this is the end of the world. Als täte sich ein Abgrund auf, as if an abyss opened up, und als müsse die Person jetzt sterben, and if, as if this person now had to die. An dieser Stelle sind Kampf und Flucht nicht mehr möglich. In this spot, fight or flight are not possible anymore. Was dann passiert, ist dieser Freeze, dieser Einfrieren-State. What then happens is this Freeze-State. Und natürlich auch an dieser Stelle das Fragmentieren. And then also, of course, the fragmenting reaction. An dieser Stelle dieses Freeze, und ich habe das immer wieder auch von Klienten gehört. In the place of this freeze, and that's what clients have been telling me as well. Ist, warum habe ich mich nicht bewegt? Warum bin ich nicht davon gelaufen? Why did I not move, they wonder. Why did I not run away? Warum habe ich nicht gekämpft? Why did I not fight? An dieser Stelle entstehen oft diese Selbstvorwürfe, Schuldgefühle. And that's also then where these people blame themselves and they get feelings of guilt. Die Erklärung finden wir auch in unserer Gehirnphysiologie. And we can find an explanation in the physiology of our brains. Es ist nicht möglich. It's simply not possible. Der Psychiater Lutz Besser hat es dann auch mal so ausgedrückt. And the psychiatrist called Lutz Besser, and the way he expressed it is... Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer in der Psychoedukation mit Patienten oder Klienten, auch in der kinesiologischen Praxis verwende. And that's something that I also keep telling my clients in psychoeducation, in the hospital, as well as in my kinesiological practice. Der Vergleich eines Spiegels, der im Augenblick des traumatischen Stressgipfels zerspringt. So we can compare it with a mirror which shatters at the moment of the peak of the stress. Und es macht deutlich, dass die zurückbleibenden Spiegelsplitter nicht mehr erkennen lassen, was passiert ist. And these pieces of glass and these pieces of the mirrors don't allow us to realize what has happened. Sondern nur noch, dass etwas passiert ist. All we can realize is that something has happened. Und wenn ich das jetzt hier so vortrage, fällt mir ganz spontan meine aktuelle Patientin ein in der Psychiatrie. And when I talk about it to you like this, what comes to mind spontaneously is one of my patients. Und die bringt ganz, ganz viele solcher Spiegelsplitter mit. She has lots of such mirror fragments. Und ursprünglich, als ich diese Patientin übernahm, and originally, when this patient started coming to me, wusste sie nicht einmal etwas von ihren Spiegelsplittern. She wasn't even aware of these mirror fragments she had. Sie hatte einige Komorbiditäten oder Folgeerkrankungen, warum sie in der Psychiatrie war. She had a few comorbidities. There were reasons, of course, that she was there in the psychiatric hospital. Bevor ich sie übernahm in den letzten 3 Jahren, war sie immer wieder auf der geschlossenen. Before she became my patient, she kept having to go to the closed ward. In dieser Zeit versuchte sie sich 13 Mal das Leben zu nehmen. During this time, she tried 13 times to commit suicide. Und
hatte eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen. And her diagnosis was an emotionally instable personality disorder. Sowohl als auch eine schwere Depression. And a severe depression. Eigentlich wurde sie aufgegeben. Actually, she had been given up. Oft gibt man eine Reflexion mit den Patienten oder Klienten. And then often, of course, you start reflecting with your patients. Die Patientin sagt, es hat alles keinen Sinn mehr. And so the patient said, well, it all doesn't make sense anymore. Macht man dies lange genug oder macht sie das lange genug, dann glauben das auch bald die Behandler. And so if the patient does this long enough, then also the people treating her will start believing so. Und einer meiner Ausbilder hat gesagt, Alexandra, was immer wichtig ist das Interesse. And one of my trainers said, Alexandra, what's really very important is your interest in the person. Das Interesse, warum bildet jemand spezifische Verhaltensmuster aus, ob wir jetzt Störungen nennen oder nicht, ist egal. So this interest in finding out why this person started establishing certain behaviors or behavioral patterns, whether we call them disorders or not, doesn't really matter. Ja. Und so kam ich als, ich glaube, die fünfte Psychologin und Psychotherapeutin, keiner wollte sie mehr haben von den Kollegen. So, and then that's how it happened, and I was the fifth, I think, psychotherapist and psychologist, because none of my colleagues wanted to work with her anymore. And so, was ich dann in diese Stelle praktisch begann, war einfach Interesse zu zeigen, da zu sein. And then what I started doing at that point was to simply be there, be present and be interested. Wie kann das sein, dass eine Frau mittleren Alters immer wieder, und zwar plötzlich, nach einem sehr gut funktionierenden Leben in der Psychiatrie auf der geschlossenen landet? So how can it happen that a woman of middle age, after a very well-functioning life actually, keeps having to go to the closed ward in the psychiatric institution? Das kann nicht einfach nur erklärt werden durch eine Persönlichkeitsstörung, die sich plötzlich mit 50 entwickelt. Such a personality disorder that all of a sudden starts coming up when she's 50 years old is not a good enough explanation. Und nach ausreichend Beziehungsaufbau, and after we had established a relationship, kann man natürlich traumaspezifische Fragen. Then of course we started asking trauma-specific questions. Ja. Man kann diese Fragen auch stellen, ohne ins Detail der Geschichte zu gehen. Das ist wichtig am Anfang. You can also ask these questions without really going into the detail of the story. That's very important at the beginning. Mehr so, ich frage Sie jetzt einige Fragen, ich möchte nur kurze Überschriften. It's more a thing like, let me ask you a few questions and all you need to give me is like headlines or keywords. Ja. Weil das vermeidet das Triggern des ganzen Traumas. Because this prevents the trauma from being triggered as a whole. Selbst wenn jemand sein Trauma erzählen möchte, even if somebody wants to talk about their trauma, stoppe ich die Person an dieser Stelle. I usually stop the person at this point. Und sage, das ist noch nicht die Stelle, an der wir darüber sprechen sollen. And then I tell them, you know, it's not time to talk about this yet. Ich fühle mich sehr geehrt, dass die Person mir das anvertrauen möchte. I feel highly honored that you would like to entrust this to me. Aber ich möchte Sie an dieser Stelle auch schützen. But I would also like to protect you at this point. Und wir widmen uns dann mehr stabilisierenden Maßnahmen. And then we do some or take some stabilizing measures first. So dass am Ende es möglich wird, in traumatische Inhalte einzusteigen. So that at the end then it becomes possible to enter into traumatic content. Aber auch aus ihnen wieder rauszusteigen. But to also leave it again, step out of it again. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Traumastabilisierung. And I think that's also a major part of trauma stabilization. Und ich werde am Ende meines Vortrags dann auch noch eine kurze, sehr effektive Möglichkeit, das zu üben, vorstellen. And at the end of my presentation, I will also introduce you to a very short but very effective possibility to practice this. Und es ist nicht immer leicht. It's not always easy. Es ist auch mit Emotionen verbunden. Of course, it's connected with emotions. Aber es soll die Eigenverantwortung, die Eigenregulierungsfähigkeit, die Selbstwirksamkeit erhöhen. But of course it's supposed to increase self-responsibility, autonomy, self-regulation and also self-empowerment. Weil was im Trauma erfahren wurde? Because what you experienced in trauma
ist Hilflosigkeit. Is helplessness. Ja, das totale Ausgesetztsein. So really being exposed to something without being able to do anything. Das heißt, wenn mit Klienten mit Traumatisierungen arbeitet. So if you work with clients who've been traumatized. Eine wichtige Regel dabei ist, verlässlich zu sein. Then there is one very important rule for you to be reliable. Termine nicht einfach abzusagen. Do not simply cancel appointments. Ja. Ihnen immer die Regulationsfähigkeit zu überlassen. Wollen Sie hier stoppen? Brauchen Sie eine Pause? To always give them a possibility to regulate themselves. So for example, would you like to stop here for a moment? Would you like a break? Ich habe meistens auch ein Glas Wasser bereitgestellt. I usually also have a glass of water for them. Genau, um auch einfach die physiologischen Prozesse, die einsetzen, wie trockener Mund, ja, Sympathikusaktivitäten, Schwitzen und so weiter, den ein bisschen auszuhelfen. So in order to also support this person when the sympathetic nervous system is a little more aroused, so dry mouth and sweating, things like that. Die Traumaformen generell könnte man so benennen. Es ist ein objektiv belastendes Erlebnis außerhalb der Erfahrungsnorm. So the trauma formula could be something like there is an objectively stressful experience which is beyond the normal experience of this person. Und das wird kombiniert mit dem subjektiven Erleben von Hilflosigkeit, Ohnmacht, intensiver Furcht und Entsetzen. And this is combined with the subjective experience of helplessness, powerlessness, very intense fear and horror. Das wäre dann die psychische Traumatisierung. So that would be the psychological traumatization. Wichtig ist es mir auch an dieser Stelle zu sagen, weil es oft schon sehr inflationär benutzt wird, der Begriff Trauma und traumatisiert. And what's also important for me to tell you here, because there are lots of different situations nowadays that trauma and somebody's traumatized is used in. Ein Trauma zu erleben ist noch keine Traumafolgestörung. So having experienced a trauma does not necessarily mean that you have a post-traumatic stress disorder. Und wir kommen darauf noch mal genauer zu sprechen, was sind Traumafolgestörungen, welche Arten gibt es? And I'll talk about this in more detail. What are such post-traumatic stress disorders? Aber es geht ganz stark um dieses subjektive Erleben von Hilflosigkeit. But the major point here really is the subjective experience of helplessness. Und auch so das Gefühl in dieser Situation, die vielleicht nicht zu überleben. And also this feeling that you might not survive the situation. Wie schaut es im Gehirn aus? What does this look like in the brain? Hier hätten wir eine normale Reizverarbeitung. Here this would be normal stimulus processing. Information kommt rein, irgendwelche Sinneseindrücke. Information enters the brain, some kind of sensual impression. Es wird weitergeleitet, Amygdala, Thalamus, Cortex. Passed on to amygdala, thalamus and cortex. Und wird dann eben im Frontalkortex sozusagen analysiert. And then it's analyzed in your prefrontal cortex. Wird eingeordnet. It's categorized or made sense of. Und später können wir natürlich jederzeit auch wieder zugreifen auf Erinnerungen. And later then, we can at any time access these memories. Wir kennen, oder viele von euch kennen wahrscheinlich auch schon diese wichtige Partnerschaft zwischen Amygdala und Hippocampus hier. Many of you, I'm sure, know about this very important partnership between amygdala and hippocampus here. Wobei die Amygdala mehr so die Feuerwehr ist. The amygdala is more like the firefighters. Yeah. Und der Hippocampus ist der, der zuständig ist, das Wichtige auch abzulegen, zu speichern, ein Gedächtnis. Hippocampus is responsible for storing and saving what is important, so memory. Was jetzt hauptsächlich passiert bei einer Traumatisierung ist jetzt Folgendes. And then what mostly happens in a traumatization is the following. Dass es zu einer Unterbrechung dieser Verbindung hier kommt. There's an interruption of this connection here. Das heißt, die Amygdala feuert nicht mehr über Hippocampus und dann Cortex, sondern es gibt einen Bruch zwischen Amygdala und Hippocampus. So there is really like a break between amygdala and hippocampus and it doesn't go all the way to the cortex. So, wir haben dann praktisch Informationen, die über die Amygdala ohne Hippocampus, Thalamus, Cortex nach oben fließt. So there is information then
that from the amygdala goes up, but without the hippocampus and the thalamus? Just without the hippocampus. Without the hippocampus? Und so kommt es zu dieser Abspeicherung der Fragmente. And that's then how these fragments are stored. Yeah. Und wenn wir uns hier anschauen, der Hippocampus ist zuständig für biografisch, episodisch, raumzeitliches, narrativ, semantisches. So if we look at this, hippocampus is responsible for biographical content, episodic content, space, time content, narrative, semantic content. Das ist sozusagen auch unser Gehirnkern, der moderiert. So that's also the part of our brain that kind of mediates. Die Amygdala ist nicht zusammenhängend, ist fragmentarisch, potenziell überall und immer, ist sprachlos. And amygdala does not have any voice or language. It does not have any context in the sense of being connected. It's fragment. It has fragments. Potenziell überall und immer. It's unsere Feuerwehr. It's potentially everywhere and all the time. It's our firefighters. Und so ist auch diese sozusagen diese Informationen sind auch leicht triggerbar, auslösbar. And that's why this information or these pieces of information are easy to trigger. Extremstress führt dann eben zu einer Änderung der Gehirnfunktion. And extreme distress then of course leads to or results in a change of brain functions. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Extremstress führt zu einer Veränderung der Gehirnfunktion. And that's really a very important point. Extreme distress results in a change of brain function. Ich habe eine Stabilisierungsgruppe eingeführt in der Psychiatrie. I have a stabilization group in the clinic. Und kümmere mich sehr extrem natürlich auch darum, Patienten zu erreichen, die einen traumatischen Background haben. And I would, of course, also it's very important to me to reach patients who have a trauma background. Und diesen Patienten zu erklären, es handelt sich dabei nicht um eine Störung, vielleicht auch mal genannt posttraumatische Belastungsstörung. And to really explain to these patients that it's not really a disorder, even though we call it a post-traumatic stress disorder. Ich würde viel mehr sagen, es ist eine posttraumatische Stressbelastung als eine Störung. Trifft es viel genauer. I would much rather call it a post-traumatic stress load or stress burden. That's much more like what it is like. Es sind, was passiert im Gehirn, ist sozusagen eine Anpassungsreaktion auf Extremstresserfahrungen im Außen. So what happens in the brain is an adaptive response to extreme stress from the outside. Und das ist keine Störung, das ist ein Überlebensmechanismus. And that's not a disorder, that's a survival mechanism. Ja. Gut, also wir kommen natürlich hier zu einem Problem der Informationsverarbeitung und der Speicherung, daher dann auch die Splitter. Of course, that's where there is a problem in processing information and in storing information. That's why we have all these fragments there. Erfolgreiche Traumatherapie ist sozusagen einen guten Umgang zu finden mit seinen Splittern. Successful trauma therapy is basically to find a good way of dealing with these fragments. Manchmal muss man nicht alle Splitter zusammensetzen, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Sometimes you don't have to piece all the small pieces together in order to get an entire image. Manchmal ist es auch nicht möglich. Sometimes it's not possible either. Aber wir brauchen einen guten Umgang mit, wie gehe ich mit meinen Splittern um? But we need to find a good way of dealing with our fragments. So dass mein Alltagserleben nicht gestört ist. So that I can still live my daily life in a normal way. Und wir alle hier in diesem Raum, ist meine Behauptung, wir alle leben mit Symptomen. And I would claim that all of us, that we are sitting here in this room, are living with such symptoms. Und wir leben gut damit, oder? And we have a good life, don't we? Also wir müssen nicht symptomfrei sein, um ein gutes Leben zu führen. So we don't have to be symptom-free in order to be able to live a good life. Ja, das ist ja sozusagen die traumatische Zange, manchmal als Bild dargestellt, Kampf und Flucht sind nicht mehr möglich. So that's this traumatic pliers or traumatic tongs, this metaphor as an image. So fight or flight are not possible anymore. Dies führt zu diesem Einfrieren. And this then results in this freeze state. Und das führt dann natürlich zur normalen Reaktion. And that then results in a normal reaction. Was sind normale Reaktionen auf ein traumatisches Erlebnis? What are normal reactions to a traumatic experience?
Dass ich Gefühle abschalte. That I switch off my feelings. Dass ich übererregt bin und überreagiere. That there is an over-arousal and that I overreact. Als erste Reaktion. As a first reaction. Wenn ich zu jemandem komme, der gerade traumatisiert wurde. If I approach somebody who has just been traumatized. Und der läuft auf und ab, ist übererregt. And this person is pacing, you know, and is over-excited. Dann sage ich nicht zu der Person, setz dich hin, beruhig dich erstmal. And I won't tell this person, come on, sit down and just calm down a little. Ich gehe mit. But I'll just go with this person, walk with them. Es ist eine normale Reaktion, ich versuche daran nichts zu verändern. This is a very normal reaction that this person has and I'm not going to change anything about it. Wenn diese Person nach einem halben Jahr immer noch läuft, if this person, however, still keeps pacing up and down after half a year, dann können wir darüber reden, vielleicht was hinzusetzen. We might start talking about the possibility of sitting down. Intrusionen, ein großes Thema. And then intrusions are, of course, a major issue. Intrusionen können sein in Form von Flashbacks. Intrusions could be in the form of flashbacks. Albträume. Nightmares. Ist auch eine normale Reaktion. It's also a normal reaction. Empfindungen und Wahrnehmungen sind getrübt, wie in Watte gepackt. Ich spüre mich nicht mehr. Sensations and perceptions are not clear anymore, or as if they were like in cotton or something. I cannot feel or sense myself anymore. Und die Physiologie natürlich spielt verrückt. Erhöhter Puls, Überregung, Zittern, Schwitzen, Frieren und so weiter. And of course, physiologically, there are also lots of symptoms. There's a higher heart rate, there's an overexcitement, overarousal, there's trembling, sweating, and so on. Die Regel ist, alles, was nicht innerhalb von 6 Monaten integriert ist, sozusagen ist behandlungswürdig. And so the general rule of thumb is that anything that has not gone away after 6 months is worth treating. Gut, hier an dieser Stelle wollte ich unbedingt, weil mich selbst gerade sehr beschäftigt, einfach einen kleinen Exkurs starten zum Thema Ego States. And here at this point I would like to take us onto a short journey into Ego States, because this is something I'm very busy with right now. Ich bin draufgekommen, auch im Rahmen der Traumatherapie auf der Psychiatrie. So I found out also in this framework of trauma therapy at the psychiatric institution, dass es manchmal ganz hilfreich sein kann, that sometimes it can be quite helpful, seine innere Bühne oder seine eigene Familie so ein bisschen kennenzulernen. To get to know your inner actors or stage or your inner family. Ja. Weil auch, und hier ist sozusagen der Link zu meinem Vortrag, Ego-States auch entstehen können als Reaktion auf ein erlebtes Trauma. Because Ego-States can also come into being as a reaction to a trauma that has been experienced. And that's the link to our topic here. Also Ego-States gleich Ich-Zustände. Ja? So Ego-States, the German word is Ich-Zustände. Ja. Und wir haben viele verschiedene davon. And we have lots of different ones. Wir alle, so wie wir hier sitzen. All of us, the ones who are sitting here. Auch wenn wir auch manchmal nicht alle davon kennen. Even if we might not know all of them. Sie entstehen natürlich auch auf andere Weise, eben normale Differenzierung unserer Persönlichkeit oder Verinnerlichung der Botschaften von wichtigen Bezugspersonen aus der Kindheit. Of course they also come about in other ways, so it's a normal differentiation of our personality or when we internalize important messages from authorities and important people in our childhood. Meine Mutter oder auch meine Großmutter haben immer gesagt, speziell meine Großmutter, zuerst die Arbeit, dann das Spiel. So my mother, or rather my grandmother especially, kept telling me, well, first you need to work, then you can play. Ja, wenn man das oft genug hört. And once you've heard this often enough. Dann kann man das schon zum Teil verinnerlichen, oder? Then you can internalize this, can't you? Und wenn man dann gleich zu dem Genuss vorschreiten will. And if you want to have pleasure first. Kommt vielleicht so eine innere Figur auf die Bühne. There's maybe an inner figure, actor, that enters the stage. Und sagt, hast du deine Arbeit schon erledigt? Saying, have you done your work yet? Und dann gehst du vielleicht wieder zurück und sagst, na gut, dann gibt es Vergnügen später, ich setze mich erstmal zu meiner Arbeit. Then you might take a step back and say, okay, pleasure later, I'll do my work first. Jedes Ich ist also viele Teile.
So every ego consists of many parts. Es gibt eine Selbstfamilie. So there is your own self family. Und wir können das alle machen. Wir brauchen keine Traumatisierung dazu, obwohl es da natürlich auch hilfreich ist, mit Traumatisierten in dieser Art und Weise zu arbeiten. Of course it helps to work with traumatized people in this way, but we can all work in this way. You don't need to be traumatized. Und eine Freundin und ich zum Beispiel, als wir uns letztens in Baden-Baden trafen, sie kommt aus Trier, ich aus Salzburg, so ungefähr die Mitte. So a friend of mine and I, we met in Baden-Baden just recently. She comes from Trier, I come from Salzburg, so that's more or less the middle. Saßen wir im Kaffeehaus. So we were sitting there in a cafe. Und suchten verzweifelt nach einem A4-Blatt, nach einem weißen. And we were looking for a sheet, a paper. Weil wir wollten so ein bisschen unsere inneren Ich-Anteile explorieren an der Stelle. Because we wanted to explore our inner ego states. Und man kann das ganz gut so machen. Es gibt verschiedene Bewohner unseres Kopfes. And so there are several inhabitants in our minds. Wir haben alle eine ganze Mannschaft, jeder andere. Have a whole team actually. Und wir sind verschiedene Anteile mit besonderen Eigenschaften. And this is various personalities with special characteristics. Manche sind dominant. Some are dominant. Manche sind auch launisch. Some are moody. Eben einige von auch traumatisiert. And some might be traumatized. Dann spricht man von so einem Ich-Anteil, von einem Täter-Introjekt. And then in these ego states we also sometimes speak of perpetrator introjects. Was nicht schlecht ist, weil zum Zeitpunkt, als ich mein Trauma erlebte, which is nothing bad, because the moment or at that time when I experienced my trauma, half mir zum Beispiel dieses Introjekt von dem Täter. It helped me to introject the perpetrator. Zu schauen, was ist sein nächster Schritt, was ist der nächste Plan, wie muss ich mich verhalten? In order to understand what's his or her plan, what's his or her next step, and how do I have to behave with this in order to survive? Auch wenn wir dann schon lange Zeit aus dieser traumatisierten Situation herausgeschritten sind. Even if this traumatizing situation is long back, sind solche inneren Anteile immer noch aktiv. Such inner states, inner parts are still active. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich einfach jetzt Ihnen da auch mitteilen möchte. And that's a very important aspect that I would like to make you aware of. Dass wir es oft in der Therapie oder in der Arbeit mit Klienten auch mit solchen Ich-Anteilen zu tun haben. That often when we work with clients or when we do therapy, that we are actually dealing with such parts, such ego states. Wir können jung sein, können Kinderanteile sein, können jugendlich erwachsen sein. They can also be very young, like children, or can be adolescents or adults. Und das kann man mit dem Klienten einfach so explorieren. And you can really explore this with the clients. So in der Situation könnte man fragen, wenn der Klient ist, wo sie vielleicht aufgeregt sind. So you could ask the client, for example, okay, so in this situation where you are so upset or excited, gibt es da vielleicht eine Situation in ihrer Kindheit, an die sie sich da erinnern, speziell, wo ein ähnliches Gefühl aufgetreten ist? Is there possibly a situation from your childhood that you remember where you had a similar feeling? Und vielleicht gibt es da eine ähnliche Situation, zum Beispiel das Halten eines Referats. And maybe there is a similar situation, for example, holding a speech at school. Yeah. Und es gibt viele Schultraumatisierte. And there are lots of people who were traumatized at school. Und viele innere Ich-Anteile, die noch aus dieser Zeit stammen. And many ego states that come from this time. Und die dann vielleicht so klingen. And that might sound like that. Wenn ich perfekt bin, werde ich gemocht und nicht ausgeschlossen. When I am perfect, then people will like me and I won't be excluded. Dann lachen sie nicht über mich. Then they won't laugh at me. Ja. Machen keine Späße darüber. They won't make fun of me. Wenn ich immer härter arbeite, kein Mittelmaß akzeptiere, dann bringt das die guten Noten. If I keep working harder and harder, then I will get good grades. Man denkt ja an meine Großmutter. I'm thinking of my grandmother there. Slave driver is the untie. Dann haben wir vielleicht den allen Rechtmacher. And then we have the please them all. So
so sein, wie die anderen es erwarten, dann erlebe ich keine Ausgrenzung und darf dabei sein. Being the way others expect me to be, then I won't be excluded and I can and I'm allowed to participate. Das sind jetzt nur Beispiele für Kritiker. Natürlich gibt es auch viele, viele andere. These are only examples of some critical voices or states in us. Of course, there are also many, many others. Was wir verstehen müssen, auch in der Arbeit mit den Klienten, dass diese inneren Ich-Anteile, diese inneren Kritiker hier in diesem Beispiel uns nur schützen wollen. But what we need to understand, especially also in our work with our clients, is that these inner parts, these ego states, even the critical ones, all they want to do is protect us. Diese Situation von damals möchte ich nicht wieder erleben. I never ever want to experience a situation like that again. Also bilde ich einen Ich-Anteil aus, der das verhindert. So I establish an ego state that will prevent me from experiencing it. Wer mehr dazu noch hören oder lesen will, es gibt hier ein ganz gutes Buch von Jochen Peichel, Die rote Karte für den inneren Kritiker. So if you want to read more about it and you read German, then this is a good book for you. Rote Karte für den inneren Kritiker. Jochen Peichel beschäftigt sich in diesem Buch hauptsächlich über die inneren Kritiker. Ja, es gibt natürlich auch noch eine ganze Landkarte von anderen Ich-Anteilen. So this book is mostly about the inner critic, but of course there's a whole map of other ego states as well. Das Buch ist ganz einfach geschrieben, ist eine gute Abendlektüre. It's a very simple book. Do you happen to know what it's called in English? Sorry, we don't know, but we might find it. Okay. Sie können natürlich aber auch jetzt selbst nach in der Pause oder später anfangen, zum Beispiel einfach zu fragen, vor welchem schmerzlichen Gefühl, welche Erfahrung schützt mich vielleicht ein bestimmter Satz, ein innerer Kritiker. But you might also want to just ask yourself, you know, in a situation like this, okay, so which feeling is it, or which experience is it that this sentence of my inner critic wants to prevent me from experiencing? Worum geht es? Geht es um Zurückweisung? Geht es um die Angst, nicht gemocht zu werden? So what is it about? Is it, for example, the fear of not being liked or the fear of being rejected? Welche Kindheitssituationen fallen Ihnen hier ein an dieser Stelle? Or which childhood situation might come to mind? Ja. Und dazu finden Sie dann vielleicht auch die Beispiele für die inneren Kritiker. And so in this way, then you might also find examples of the inner critic. Nicht zu übersehen ist heute, ist nicht damals. But what we need to remember is that today is not the past. Und das ist ein wichtiger Punkt auch in der Arbeit mit Traumatisierten. And that's also an important point in working with traumatized people. Ist der Zeitfaktor. The time factor. Das heißt, auf Zeit heilt alle Wunden. It says that time heals all wounds. Das ist eine Lüge. But that's a lie. Also, es ist eine Lüge. It's a simple lie. Eine traurige Lüge, weil viele Patienten warten und warten und warten. It's a sad lie, because many patients keep waiting and waiting. Und sitzen in meiner Stabilisierungsgruppe. And then they sit in my stabilization group. Und sagen, wie kann das sein? Die Traumatisierung ist bereits 40 Jahre aus. And they say, well, how can that be? You know, I was traumatized 40 years ago. Und trotzdem. Nonetheless. Kommen die Scherben, die Splitter. There are these fragments, these pieces of glass. Und drängen sich in den Mittelpunkt. That keep needing attention. Und das unterscheidet sich natürlich je nach Traumatyp. And of course there are differences between various types of traumatized people or traumas. Es gibt den Typ 1 und den Typ 2. There is, for example, type 1 and type 2. Wenn es Personen nur ein einziges Mal eine traumatische Erfahrung hatten im Laufe ihres Lebens. If it was, for example, only a single event, traumatizing event in the course of a life, dann ist es natürlich sozusagen der beste Fall. And that's the best of all cases, actually. Schwieriger wird es schon, zählt immer noch zum Typ 1, wenn es mehrere verschiedene traumatische Ereignisse sind innerhalb des Lebens. But it's already a little more difficult, but that's still type 1, if it's several single traumatic experiences in the course of a life. Yeah. Beim Typ 2, in type 2 then,
haben wir sequentielle Traumatisierung beschrieben. We have sequential traumatization. Und hier ungefähr im Alter von 10 Jahren. Here approximately from an age of 10 years. Immer wieder die gleiche Erfahrung. The same experience over and over again. Ist auch immer noch besser als eine Entwicklungstraumatisierung. But that's still better than a developmental trauma. Wenn dieselbe Erfahrung immer und immer wieder erlebt wird, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch in der frühen Kindheit. If it's the same experience over and over again, but already in early childhood, such as sexual abuse. Und in meinem Skriptum und meinem Vortragsunterlagen steht auch, dass sich der Hippocampus erst sehr spät entwickelt. And you can also read up on this in the manual. I've also written about the hippocampus then developing late. Und das ist die Ursache dafür, warum das dann so schlimm ist. And that's the reason. The hippocampus developing later in life is the reason for why this is such als Reaktion a terrible thing. Wird die Amygdala sozusagen überstrapaziert und lernt, als Feuerwehr zu agieren. So as a reaction, the amygdala then is placed a lot of demand upon, and then as firefighters, it reacts. Das heißt, es wird auch gefunden, dass die Amygdala sozusagen überaktiv ist und viel schneller reagiert als der nicht traumatisierten. So the amygdala is overactive and responds much faster than in people who have not been traumatized. Wohingegen der Hippocampus etwas verkümmert. But the hippocampus is a little too small then. Does not really develop fully. Und dies kann dann zu diesen unterschiedlichen Traumafolgestörungen führen. And this then results in different kinds of post-traumatic stress disorder. Wenn wir hier mehr auf dieser Seite sehen, dann ist es vielleicht nur die akute Belastungsreaktion oder eine Anpassungsstörung. So if it's more this side here on the left, then it's maybe only an acute stress response or an adaptation disorder. Und wenn wir hier schon mehrere verschiedene Traumatisierungen erlebt haben, kann das schon zur klassischen posttraumatischen Belastungsstörung führen. But if it has been several traumatic events, then it can already result in this classical post-traumatic stress disorder. Und je weiter rechts ich komme, desto mehr handelt es sich dann um eine komplexe posttraumatische Stressbelastung. And the more I go to the right, the more severe and so on, the more complex then the PTSD would be. Bis hin hier bei den Entwicklungstraumen, dass es zu dissoziativen Traumafolgestörungen kommt. And then also with developmental traumas, for example, you also have dissociative disorder, dissociation disorders. Bis hin mit unterschiedlichen Identitäten, die angenommen werden. To the point of this person taking on different identities. Dies ist bei meiner Patientin in der Psychiatrie aktuell nicht passiert. With my patient that I have at the clinic, this did not happen. Aber dissoziative Phänomene hat sie. But she does have some dissociation phenomena. Ich bin in Vöcklabruck und plötzlich ist sie in Linz und weiß nicht, wie sie nach Linz gekommen ist. Du bist in Vöcklabruck oder sie? Die Patientin ist in Vöcklabruck und weiß dann plötzlich nicht, wie sie nach Linz gekommen ist. Okay, so this lady is in one town in Vöcklabruck and then all of a sudden she finds herself in another town in Linz and she doesn't know how she got there. Hier unten, das kann man glaube ich jetzt recht schlecht sehen. Down here, I'm not sure you can see this well enough. Zeigt sich aber, dass es je weiter rechts wie hier kommen. We see that the further we get to the right here, desto wichtiger wird die Stabilisierung. The more important stabilization is. Ja. Hier, bei einem Einzeltrauma oder vielleicht auch bei unterschiedlichen Ereignissen, kann ich schneller in die Konfrontation gehen. Here with a single trauma or even several single traumas, I can start confronting this much more quickly. Und hier bleibt es vielleicht ein Leben lang bei der Stabilisierung. But here on the right side, stabilization might be all that's possible for a whole lifetime. Okay, hier noch ein paar Zahlen, wie häufig es eigentlich vorkommt. Here just a few numbers, how frequent this is really. 75% der Bevölkerung machen im Laufe ihres Lebens eine traumatische Erfahrung. So about 75% of the population have a traumatic experience in the course of their lifetimes. 25% davon entwickeln eine Traumafolgeerkrankung. And about 25% of those that then develop a trauma, a comorbidity. Und das heißt dann, dass ca. 19% der Bevölkerung
entwickeln in ihrem Leben eine Traumafolgeerkrankung. So overall this means that about 19% of the population develops such a post-traumatic disease. Also mich wundert es immer noch, wie selten es trotzdem in der Psychiatrie diagnostiziert wird. And so seeing these numbers, I still wonder why it is diagnosed so infrequently at our psychiatric hospitals. Man sieht die Depression sehr schnell. You quickly see depression. Man sieht die Persönlichkeitsstörungen sehr schnell. Personality disorders, easy to see. Was ist damit? What about this? Es gibt verschiedene Phasen der Traumatherapie. There are various stages of trauma therapy. Wir haben die Psychoedukation. We have psychoeducation. Da erzähle ich den Patienten in etwa das, was ich jetzt auch Ihnen erzähle. That's where I tell the patient approximately what I'm telling you right here now. Ja, Amygdala, Hippocampus. Amygdala, Hippocampus. Die veränderte Informationsverarbeitung. So the change in information processing. Das, was Sie hier erleben, ist eine normale Reaktion auf ein sehr stressvolles Ereignis. What you are experiencing here is a normal reaction to a very stressful event. Dann kommen wir zum Schritt der Stabilisierung und zum Ressourcenaufbau. Then the step of stabilization and establishing resources. Und ich weiß es von mir selbst, aber auch von der Kinesiologie, dass wir immer sehr schnell vorankommen wollen. And I know from myself, but also from kinesiology, that we want to make progress fast. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, allein dieser Punkt, den ich hier so kurz schildere, and that's why I say at this point here, kann jahrelang in Anspruch nehmen. This point here can really take years. Von meinem letzten Vortrag, das war ein Vortrag einer Psychiaterin, die hat erzählt, dass sie jetzt relativ zügig bei einer komplex traumatisierten eine Stabilisierungsphase erreicht hat. So there was a presentation by a psychiatrist, and this lady told us in her presentation that in a relatively short time she reached stabilization in a patient who had been traumatized in a complex way. Und einer praktisch aus dem Publikum fragte, wie lange es gedauert hätte. And one of the people in the audience then asked how long this had taken. Und ihre Antwort war 5 Jahre. And her answer was 5 years. Aktuell bin ich bei meiner Klientin jetzt erst im 3. Jahr, also ich habe noch 2. Currently with my client right now, we're in her 3rd year, so we've got another 2, thank God. Meine inneren Kritiker können sich noch etwas Zeit lassen. So my inner critics can take some time, some more time. Erst dann kann eine Trauma-Integration oder Konfrontation begonnen werden. It is only then that a trauma integration or a trauma confrontation can be started. Gelingt es einem Patienten nicht, sich selbst wieder zu beruhigen, starte ich keine Trauma-Konfrontation. If a patient does not manage to calm him or herself down by themselves, to regulate themselves again, I will not go into trauma confrontation. Danach kommt die Trauer und Reorientierung. And afterwards then there is mourning or sadness and new orientation, reorientation. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Übungen. Now, the exercises, practice. Da gibt die Imaginationsübungen von Louise Redemann, die viele wahrscheinlich kennen, Achtsamkeitsübungen. So possibilities of stabilization, right? So it's imagination or visualization exercises by Louise Redemann that many of you I'm sure know. And there is also mindfulness practice. Und dann kommen wir zum Dissoziationsstoff. And then the dissociation stuff. Und hier möchte ich gerne etwas vorzeigen. And here I would like to show you something. Und allererst beschreibe ich es. First of all, I'll describe it to you. Das wäre sozusagen die Arbeit mit konkreten Erinnerungen. This would be working or with specific memories. Diese Technik kann verwendet werden für Stresserfahrungen. This approach can be used for stressful experiences. Um von diesen Abstand zu gewinnen. In order to create a distance between them and yourself. Das heißt, ich denke oder ich triggere sozusagen dieses Stressevent. So I trigger the stressful event. Und bald spüre ich schon die körperlichen Korrelate. And very soon I'll sense the physiological correlates. Ja. Was ich hier tue, ist, ich tauche nicht tief in die Erinnerung ein. Now what I do is that I don't dive deeply into memory.
sondern ich gebe dieser Erinnerung oder lasse den Klienten eine Überschrift finden für diese Erinnerung. But I ask the client to find a title, a headline for this memory only. Angenommen, das Erlebte wäre sozusagen geschildert worden in der Zeitung. Was wäre der Titel dieses Artikels? So if you read about what you experienced in the newspaper, what would be the headline of this article? Ich frage, um auch dem Klienten wieder die Kontrolle zu geben, wie lange wollen Sie jetzt an dieses traumatische oder stressreiche Ereignis denken? And then I ask the client in order to yield control over to them, how long would you like to think of this stressful event? Und das kann irgendwas sein zwischen 3 und 10 Sekunden. And that can be between 3 and 10 seconds. Wir zählen laut mit. So we count out loud. Und danach erfolgt die Reorientierung in der Gegenwart. And then we reorient ourselves, or I ask the person to reorient themselves in the present moment. Wir stoppen sozusagen diese Dissoziation. We stop this dissociation. Wir können das tun mit Bälle zuwerfen, zählen, Gegenstände benennen lassen, bewegen und so weiter. And we can do this with throwing balls to each other, with counting, with asking the person to name objects, with movement. Und wenn wir draußen sind aus diesem sozusagen aus diesem Thema, dann können wir das verankern mit dieser Schmetterlingstechnik. And when we have left the topic again, we can anchor this with this butterfly technique. Diese Technik. Wahrscheinlich, weil es aussieht wie ein Schmetterling. Ja. Probably because it looks like a butterfly. Wir geben praktisch eine bilaterale Stimulation, egal von welcher Seite wir beginnen, langsam links, rechts, vielleicht 7 Mal. It's bilateral stimulation, doesn't matter which side you start on, slowly and about 7 times. Diese Technik können Sie verwenden auch in Ihrer Arbeit als Kinesiologen, wenn you can use this technique, of course, also in your work as kinesiologist. Wenn Sie merken, der Klient kommt zu tief in sein Thema. When you are noticing that the client goes too deeply into his or her issue. Verarbeitung findet nur statt, wenn wir nicht in einer Übererregung sind oder sozusagen gar nicht involviert sind. Verarbeitung findet immer gut statt, so in einem mittleren Erregungsmaß. So processing is always best possible when we have a medium amount of arousal. It doesn't happen when we are too aroused and it doesn't happen when we are not aroused enough. Also wer ist bereit, kurz in ein traumatisches Ereignis einzusteigen oder ein stressreiches Ereignis? Who would be willing to just briefly go into such a stressful event? Yeah. Eben nur um eine Überschrift zu finden. It's really only about finding a title to it. Es geht jetzt darum, dass du einfach diesem dramatischen Event oder diesem Stressereignis eine Überschrift gibst. So now it's about you finding a title for this traumatic event or this stressful event. Just finding a title for it. Begegnung. Encounter. Okay. Vielleicht kannst du kurz an diese Begegnung denken. Maybe you can briefly think of this encounter. Und hier eine Zahl zwischen 0 und 10 zuordnen, wie belastend diese Begegnung für dich ist. And then to rate. Zwischen 0 und 10, wenn 0 keine Belastung darstellt und 10 die maximale Belastung darstellt. And rate the stress that this encounter means to you. 8. 0 not being stressful, 10 being very stressful. Wie lange möchtest du daran denken? 8. How long would you like to think? Zwischen 3 und 10 Sekunden. Between 3 and 10 seconds. 6 Sekunden. 6 seconds. Dann würde ich dich bitten, dass du einfach einsteigst, wenn du daran denkst, ich zähle von 6 langsam nach unten und bei 0 schließt du diesen Kreis, nimmst dich raus und schaust einfach, was da ist. Be counting down from 6 to 0, at 0 you just close off the circle and you have a look at what's there. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, steigst du aus. Alright, get out of it. Schieße zurück. Okay. Now with the right hand, exactly. Linken. The left. Okay, dann 100 minus 7. And then 100 minus 7. 90. Ja, minus 7. 3 minus 7. 86. 86. Dann benennst du mir bitte 3 blaue Gegenstände in diesem Raum. Please name 3 blue objects in this room. Blaue Gegenstände.
blauer Rucksack, blaue blue backpack, blue table, blaue Flasche. Blue bar. Okay. Dann bitte einmal verankern. Please and langsam. Slowly. Okay. All right. Cool. Wir steigen wieder von vorne ein. Now we'll start again. Encounter. Wieder 6 Sekunden. Also again 6 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Schreibst du da aus? Okay, get out of it again, please. Zum Beispiel. Immer auf und reiß die Arme. Okay, now circling your arms. Ja. Warte, Kreuzbewegungen. Everybody who's ever done ranging has more possibilities. And then anchoring again. Slowly. Good. All right. Now let's start again. Okay. 6 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schreib wieder aus. Get out, please, again. Okay. Linke Hand. Left hand. Okay, rechte Hand. Right hand. Okay, wir verankern wieder. All right, let's anchor again. Es wird schon leicht, wieder auszusteigen. It was easy to get out again. Okay. All right. Wenn du nochmal an die Überschrift denkst. Now, if you think of the title again. Was würdest du sagen, ist der Belastungswert jetzt zwischen 0 und 10, wenn du keine Belastung hast, 10 maximal? If you rate again, 0 low stress, 4 maximal, okay. 4. Dankeschön. All right. Thank you very much. Thank you. Jetzt ist der Belastungswert bei 4. Now, the stress factor is at 4. Ich krieg noch 2 Minuten, ich muss noch kurz erklären. Two minutes, okay, I'll just explain it to you. 2 more minutes. Es geht sozusagen hierbei um die Kontrollfähigkeit, ja, der Klienten. It's really about the client's control. Selbst wieder auszusteigen. To really get out again by themselves. Ihr könnt alles mit reinpacken, was ihr kennt. You can put anything in that you know. Ja, Gegenstände zählen, rechnen. Gegenstände sind oft sehr gut. Computing also objects, you know, naming them. That's often warum sind wir sehr gut? Sie reorientieren im Hier und Jetzt. Because they create reorientation in the here and now. Ja. Ich bin nicht in mir, ich bin draußen. I'm not inside of myself, but I am out there. Wenn ich zählen lasse, bin ich mehr in mir. When I ask people to count, then they are more inside. Ja. Es wurde jetzt, oder es, man konnte es, glaube ich, deutlich sehen, dass die Kollegin immer schneller auch wieder rauskam. I think you could clearly see that the, our colleague here was able to get out of it quicker, more quickly and quickly. Das heißt, am Anfang brauchte es noch mehr Technik, danach zweimal Bälle werfen, ich bin draußen, ich kann verankern. No, so at the beginning it took a little more activity, but then later just a little bit of throwing balls and then anchoring, that was it. Das ist eine Technik, die lerne ich den Klienten auch. This is a technique that I also teach to my clients. Wenn Traumamaterial sozusagen auftaucht, when trauma material comes up, können die diese Übungen selbst erledigen. They can do or work with this exercise. Es gibt tolle Spielzeuge, ich sage nur X Sachen Katalog. There is great toys, really. Yeah, just remind you of the X Sachen Katalog. Es gibt auch zum Beispiel diese Würste, die aus der Hand gleiten. No, there are also these warm-like things that then come out of your hands. Manchmal schieße ich auch, wenn jemand da sitzt, absichtlich mit befangen. Sometimes I also, on purpose, throw the ball away from the person. So dass es eigentlich unmöglich wird zu fangen. That it's really impossible to catch it. Das heißt, sie müssen dann aufstehen, den Ball holen. So they have to get up then. In Bewegung gehen, sie spüren. Go get the ball and then really go into da gibt es sicher auch schöne Tücher im Katalog. So juggling, that's true, you have nice scars also in the catalog. Gut, all right. Dann würde ich sagen,
sagen, then I would say, ich komme jetzt schon natürlich noch zu dem letzten Punkt, der natürlich auch im Skriptum ist. Of course, I would also like to address the last point that you also have in your manuals. Das ist schnell erklärt. Just briefly explain. Akupressurpunkte kennt ihr alle, oder? All of you know acupressure points, don't you? Das ist eine Technik, die ist entstanden. This is a technique or an approach. In meiner Arbeit damals im Reha-Zentrum mit dieser schwer traumatisierten. It came into being at that time when I was in the rehab center with the severely traumatized person. Ich als junge Psychologin. I as a young psychologist. Und sie in einem dissoziierten Zustand. And she was totally dissociated. Es war Freitagnachmittag. It was Friday afternoon. Die einzige Alternative wäre gewesen, in die Psychiatrie. The only alternative option would have been to ask her to be taken to the psychiatric hospital. Also ich habe eine Stunde interveniert mit all meinen psychologischen Tätigkeiten, war nicht viel. So with all of my psychological skills that I had at that time, not that many actually, I was working for an hour. Aber was ich hatte, but what I had, war Kinesiologie. Was Kinesiology. Okay, ich durfte nicht Muskel testen. Of course, I was not allowed to do und durfte es nicht Kinesiologie nennen. And I was not allowed to call it Kinesiology. Aber keiner verbot mir, Punkte der an den Klienten zu berühren und es Entspannungstechnik zu nennen. But nobody forbade me to touch clients' points and call it a relaxation technique. Also fragte ich die Klientin, sie solle sich doch bitte auf die Couch kurz hinlegen. So I asked the client to briefly lay down on the sofa. Und alles, was ich tat, and all I did was, waren diese Punkte zu pulsieren, pulsating these points, in dieser Reihenfolge, in this sequence, ohne Muskeltest, without any muscle test, nur mit Gefühl, only with my feeling or sense, bis hier zum Ende, to the very end. Dann war ich fertig. Then I was done. Ja. Und dann gab ich der Klientin noch vielleicht so 5 Minuten. And then it was maybe another 5 minutes or so. Sie war offensichtlich in einem anderen Zustand. She was apparently in a different state. Danach setzte sie sich auf. Then she sat up. Konnte mich erstmals wieder gerade anblicken. Could really look at me straight in the eyes. Und sagte. And said, ich fühle mich so anders. I feel so different. Und ich sagte, Gott sei Dank. Thank God. Da war dann erst wieder ein normales Gespräch möglich. That's where a normal discussion then was possible again. Und deswegen wollte ich diese Punkte Ihnen unbedingt mit auf den Weg geben. And that's why I definitely wanted you to have these points. Leider fehlt mir jetzt auch die Zeit, die Geschichte dazu zu erzählen. Unfortunately, I don't have enough time anymore to tell you the story about it. Die Punkte sind raus aus NEPS 1 von Hugo Tobar. So the points come from NEPS 1 from Hugo Tobar. Und es handelt sich hierbei um die Primäremotionen. And what this is about are the primary emotions. Das heißt, was Sie dann tun mit dem Pulsieren der Punkte. So this means what you are doing when you're pulsating these points. Ist indirekt die Amygdala balancieren. Is that you are indirectly balancing the amygdala. Ja. Und es ist ein wahnsinnig kraftvolles Mittel, auch wenn es jetzt nicht die gebührende Zeit erhält hier in diesem Vortrag, dem es eigentlich zusteht. And this is really a very, very powerful approach, a very powerful method. And I'm very sorry that it does not get the time here and the attention that it would actually have to have. Probieren Sie es aus. Try it out. Ich mache jetzt auch einen Punkt. And that's it now for now. Und wenn Sie noch Fragen haben, and if you do have questions, ich bin jetzt in der Pause einfach da draußen oder unten. Sie können mich gerne fragen, persönlich fragen. During the break, I'll be out there or downstairs. So please come ask me. We've got enough time, then I'll answer all of your questions. Sonst ist auch meine E-Mail-Adresse im Skriptum. Sie können mir gerne E-Mail schreiben. But you can also find my E-Mail address in the manual. You can also write me an E-Mail. Und ich freue mich über Rückmeldungen. And I'm also very happy to receive your feedback. Well, thank you, Alexander. That was amazing. Thank you, Alexander. It was wonderful. Just so that everyone's got the English manual.